Was wollte ich machen? Arktis. Wir sind in der Arktis. Kann ich schon Schlitten machen? Nee. Schmutz. Aber ich habe immer noch Arbeitskraft. Woher? Vogel. Komm schon. Wir machen den letzten auch noch. So. Jetzt kann ich Hundeschlitten machen. Let's go. Guck mal hier. Husky Farm. Ich hasse diese Züchten. Voll geil. Geh mal weg hier. Ah, Robben brauche ich dafür nur. Okay, das ist eigentlich echt entspannt, ne? Holzfällerhütte, okay. Dann Schlitten. Die Husky Farm ist halt ein bisschen aufwendiger, weil der sehr lange braucht. Aber den booste ich gleich. Den halbiere ich gleich die Zeit. Wir machen richtig, richtig schnell krasse Huskies. Also gleich nicht, sondern in, weiß ich nicht, 30 Minuten theoretisch. 35 Minuten. Gänsefarm und Huskyfarm boosten wir. Man gibt den einfach irgendwie so Wachstumshormone, der Typ. Rolf van der Mark, Züchter arktischer Tiere. Und dann wachsen die doppelt so schnell. Für doppelten Spaß. Ja, und danach kommt erst die für die Fische. Hat man hier in Arktis eigentlich einen Händler, der rumfährt und Sachen ankauft? Nee, ne? Irgendwie nicht, ne? Geh mal weg. Das ist ein verbotener Ort. Stirbst du hier, wird es niemand erfahren. Den haben wir hier? Beeinflusst alle arktischen Jagdhütten nochmal. Beeinflusst arktische Gasförderstätten und alle arktischen Minen. Ihr Schiff ist schon am Morgenröte. So. Ah, du bist verkauft. Oh, sagen Sie nicht, dass ich... tschüss. Brauch dich nicht mehr. Okay. Also, wir können jetzt... ich habe aber, glaube ich, nicht genug Arbeitskraft. Wir brauchen Robben. Nochmal. Produziere ich viel zu viel Robben. Scheiße. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Wer ist er denn? Hans Eichendorf, Meister der Logistik. Crazy shit. Handelspreise. Minus 15. Okay. Ja, nimm man mit, nimm man mit. Okay, und wir brauchen noch... Wir brauchen noch ein paar Häusers. Häuserinius. Häuslebauer. Häuslebauer. So. Jetzt können wir gleich Robben machen. Und weil für die ganzen... Warte mal, für den ganzen Schlittenscheiß... Oh, fuck, mein Problem ist, ich muss ja hier Luftschiffhanger bauen. Und da brauche ich ja Arbeitskraft für, ne? Besser wär's. Wo baue ich den hin? Oh, hier ist cool. Wir bauen ihn hier hin. Schmutz. Das hätten wir gleich machen sollen, bevor wir die aufsteigen lassen. Ich bin doch richtig gepennt. Genau. 150. 150 geht aber noch. Wir brauchen auch den Kaffee jetzt, ne? Ja. Wir brauchen auch den Kaffee. Da malt einer Kaffee. Schiff haben wir auch nicht mehr über. Glaube ich. Ein Lagerplatz.
Ja, du kannst mal wieder losfahren. Ich glaube, ich brauche noch, auf jeden Fall noch mehr Holz und Stein. Weil ich hier auf jeden Fall eine Hacienda bauen muss. Es gibt kleine Hacienda-Marktstände? Was ist das? Öffentliches Gebäude. Brauche ich. So, wir brauchen das. Wir müssen hier mal. So. Der Regenwald muss weg. So. Daneben muss jetzt ein... Wo ist das Gebäude? Ein Luftschiffhafen. Das ist der Hangar, den will ich nicht. Das will ich. So, daran muss ein... Das Ding. Ich habe keinen Stein mehr dafür. Schade. So. Ich habe auch nicht mehr so viel Holz. Dann machen wir ein Schiff. Oh, ein Schiff. Schiff. Ahoi. Und der wird dann jetzt von da, der wird Mezcal mitnehmen. Der wird... Kaffee mitnehmen. Der wird Rum mitnehmen. Und Chili-Soße. Das sind die vier Sachen. Wie viel Bedarf nach Kaffee habe ich? Also wie viel schlürfen die mir weg, die Schweine? Eins. Okay, das ist gut. Weil ich glaube, ich müsste direkt zwei immer produzieren, wenn ich eine Kaffee-Rösterei baue. Das ist schon mal gut, das ist nicht so viel. Das ist in Ordnung, damit kann man leben. Damit kann man arbeiten. Warum bin ich jetzt hier? Hier wollte ich überhaupt nicht hin. So. Ich habe Holz wieder mitgebracht. Ach, mein Gott, ey. Ist auch schon spät, ne? Aber auf jeden Fall noch mehr Depots. Ich nehme einfach noch einen Stack mit. Ja. Oh. Kann ich hinbauen jetzt? Reicht das? Ich habe 150, 200, 300, 400. Ja, das müsste reichen. Mein Plan ist eigentlich erstmal nur ein Stack, also ein Schiff zu nehmen und der kriegt alle vier Waren drauf. Und dann ist das Thema geritzt. Steht hier. So, wir brauchen produziere ich nee, Kaffee eine Minute. Okay. Also, ich brauche so eine. Ich brauche zwei von denen. Ich brauche so eine. Was war das letzte noch? Mezcal. Mezcal kann ich nicht in Hacienda machen. Setz dich lieber in den Schatten. So. Dann brauchen wir einen Holzfäller. Den machen wir hier hin. So geil, dass die Schiffe so schnell sind, die großen. So, verbunden mit der Arbeitskraft. So. Upp. So. Lurk. Das schreiben voll viele Lurk. So,
muss man einen Command dafür angreifen? Was macht man damit? Dann mit dem Lurk. Also, was nicht, sag mal mit dem Lurk, das nicht, aber wenn jemand Lurk schreibt, was muss dann passieren? Muss dann da stehen, nee, verboten? Nein, Spaß. Oder was passiert dann? Ich muss das mal irgendwo anders ausprobieren. Bin ehrlich. So, jetzt haben wir. Ich bin maßlos wieder mal überfordert. Hier. Einmal rum. Ein bisschen rummachen. So. Kein Plan. Ach so. Ja, ich habe das schon öfter mal gehabt, dass das Leute geschrieben haben und muss mal gucken, was dann passiert. Oder was die Leute dann erwarten, sowas passiert, weil. Man ist immer so, es gibt so ein ein Command irgendwie, da schreibt irgendjemand, da passiert nichts. Dann denke ich mir immer so, das ist jetzt voll unangenehm, Alter. Alter, Gitarren herzustellen ist ja super ätzend. Alter, scheiß die Wand an. Holzfurnier, Stahl, Farben und Lacke ist super ätzend und Saiten. Oh mein Gott. Ah, schicke Fabrik. Und Banjos. Können wir Banjo-Kazooie spielen? Da brauche ich Bärenfelle für? Ja. Da sehe ich mich ja schon demnächst mal wieder, das zu machen. Nicht. Wo ist denn hier Kaffee? Da. So. Und jetzt Chili-Soße. Wir haben... Du produzierst in 2 Minuten. Was? 2 Minuten? Bist du dumm? Mach mal schneller. So. Und die Chili-Soßen-Dings? 1 Minute. Ja, das ist ja Schmutz. Hm. Das ist ja ärgerlich. Ich kann den Hacienda Weinkeller machen. Okay. Ich wusste nicht, dass ich hier Wein anbauen kann. Das ist eigentlich ganz geil als Lebensqualität für die Dings. Soll ich Ihnen zeigen, wie... Für die... Wingardium Leviosa. Für die... Wie heißen sie? Artistas. Artistas. So, jetzt müssen wir noch Mezcal machen. Für Mezcal brauchen wir... Ich habe hier keine Kräuterfruchtbarkeit. Oh, ich habe das verwechselt mit Orchideen. Ja, Leute, ich bin ehrlich, in der Arktis, ihr kriegt noch kein Mezcal. Hm. Shit. Heute werden wir erfahren, ob die Alpakas das Zeug haben, die Nandus zu schlagen. Halten Sie das mal hoch, damit es alle sehen können. Let's go, wieder 90 Einfluss. Geil, Mann. Guck mal, 134 Einfluss. Das ist richtig geil. Mist, ey, jetzt. Verdammt. Jetzt habe ich hier halt keinen. Das mit den Kräutern übersehen. Ich habe gedacht, das sind Kräuters, aber das sind ja gar keine Kräuters. Das ist ja... Scheiße. Kacke. Ah Mann, wir müssen auch immer noch Medizin machen. Es ist schwer an gute... Ja,
Damn it. Oh, wir haben auch noch die Dame, die Perforce boostet, ne? Die haben wir auch noch. Die haben wir noch nicht eingesetzt. Oh, ich habe die noch gar nicht umbenannt. Schiff vom Stapel gelaufen. So, wie heißt du? Wappenschild 2. Hm. Sehr einfallsreich. Okay. Dann eine neue Route. Und zwar Wappenschild 2. Pferd von der neuen Welt. Nimmt mit. Ich packe mein Schiff und nehme mit Rum. Und Kaffee und Chili-Soße, SCH. Und fahre in die Arktis. Nach Hollow Bastion. So, und wir fahren so. Und wir haben noch keine, es ist eine neue Gruppe wieder. Annehmen. Und die neue Gruppe heißt halt einfach Neue Welt nach Arktis. Okay. Ärgerlich. Jetzt haben wir natürlich da irgendwie reingeschissen mit den Kräuters. Alle Besucher. Eine lebensnotwendige Vorkehrung. Kann man Fruchtbarkeit Kräuter kaufen? Also verkauft die das manchmal? Ist er? Achso, der. Irgendwie scheinbar nicht so, ne? Scheiße. Das ist ärgerlich jetzt. Wie wollen wir das machen? Verdammt! Was ist die smarteste Lösung? Es gibt doch, glaube ich, nicht mehr so viele Inseln hier. Ja, die hier wäre vielleicht besser gewesen. Bin ehrlich. Scheiße. Arsch. Aber die ist so schön dran an der Arktis, weil man wahrscheinlich hier oben rausfährt, ne? Warte mal. Kann man nicht irgendwie... Gibt es nicht irgendwie... was zu erforschen mit Kräuters? Mit den Kräuters? Kräuter. Kreatur. Kräuter. Nee, Kräuter. Einfach nur Kräuter. Beeinflusst alle Rinderfarmen und Sangha-Farmen. Die habe ich noch nie gesehen, die Frau. Arbeitskräfte plus, Wartungskosten hohe, Produktivität plus. Macht Kräuter. Nee, der ersetzt nur. Achso, das ist hauptsächlich alle Nutzpflanzenfarmen. Das bringt mir aber nicht so viel. Mist, ey. Nee, das ist alles nicht so. Dammit. Na, hier boostest du Orchideenfarm. Also vielleicht habe ich ja auch noch nicht entdeckt, so den Herrn oder Frau, die das boostet, so. Scheiße. Ah, ich habe wieder gut gepennt, ne? Ich ehrlich. Wir hätten einfach die Insel hier unten nehmen sollen.